Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Mikrocontroller-Kurses. Heute soll es nun um eine mögliche Lösung für die Anzeige für den Kaffeeautomaten gehen. Also eine Lösung mit einer geschachtelten Vorschleife. Zur Erinnerung, ich rufe nochmal die Aufgabe auf. Wir möchten, dass die Anzeige nicht mehr mit LEDs realisieren, sondern entsprechend mit einer solchen Anzeige. Es soll zunächst einmal ein X ausgegeben werden, dann 2 X, dann 3 X und so weiter bis 12 X. Und ich gehe direkt mal in den Emulator, können wir uns das da angucken. Hier habe ich nochmal den Stand vom letzten Mal. Ich mache hier mal eine Leerzeile rein, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Und wenn ich jetzt beispielsweise 5 X ausgeben möchte, dann könnte ich sagen, okay, ich fange von 0 an zu zählen und bei jedem Schritt gebe ich ein X aus und das mache ich so lange, wie I kleiner 5 ist und ich inkrementiere jedes Mal I um 1. Ich ändere das mal, damit man das ein bisschen besser erkennen kann. So wird es auch 5 mal aufgerufen. Ich fange eben bei 1 an zu zählen und frage ab, ob i kleiner gleich 5 ist. Und das bedeutet auch, bei i gleich 1 fängt er an und bei i gleich 5 hört er auf. Das heißt, er würde im Prinzip 5 mal das x ausgeben. Ich probiere das mal aus, kompiliere das Ganze einmal und lade es auf den Emulator. Und wenn es dann geladen ist, dann rufe ich das ganze Programm mal auf. 1, 2, 3, 4, 5. Also er hat 5 mal das X ausgegeben und das passt also noch. Jetzt möchten wir aber nicht, dass immer 5 mal ein X ausgegeben wird, sondern wir möchten das entsprechend variabel halten. Das heißt, wir möchten einmal nur einmal X ausgeben, einmal zweimal X, einmal dreimal X und so weiter. Und das können wir wieder über eine Vorschleife realisieren. Das heißt, wir lassen jetzt innerhalb dieser Vorschleife die Variable nicht bis 5 laufen, sondern eben variabel, ich sag mal bis j beispielsweise. Dazu müsste ich oben noch eine zweite Variable definieren. Ich brauche noch ein j dazu. Und gehe hier wieder runter. Und jetzt müsste ich natürlich sagen, okay, wie groß ist j? Wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, j gleich 5, dann hätte ich genau die gleiche Situation wie eben. Das heißt, er würde jeweils von i gleich 1 bis 5 zählen und dann entsprechend ein x ausgeben. Und das entsprechend dann bis 5. Jetzt soll das eben nicht bis 5 machen, sondern soll das variabel machen. Das heißt, wir können hier wieder eine Vorschleife definieren, können sagen, for j gleich 1 und dann so lange, bis j gleich 12 ist, kleiner natürlich, und dann j plus plus eine geschleifte Klammer auf. So, das Ganze rücken wir mal ein bisschen ein und eine geschleifte Klammer wieder zu. Und jetzt macht er Folgendes: Er setzt j gleich 1, geht dann in diese Vorschleife und sieht, okay, er muss im Prinzip nur einmal einen printf ausgeben. Dann geht er wieder oben rein und dann ist j gleich 2 und dann führt er im Prinzip diese innere Schleife mit j gleich 2 aus. Das heißt, er gibt zweimal das x aus und so weiter. Was er natürlich machen soll, nach jeder Zeile soll er einen Zeilenumbruch machen. Und das schreibe ich hier mal dahinter. Printf. Und dann einfach nur einen Zeilenumbruch. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich kompiliere das Ganze mal und starte die ganze Geschichte. Ja, er fängt an, gibt ein X aus, dann 2 X, dann 3 X, 4 mal das X, 5 mal das X, 6 mal das X und so weiter.